Hallo Jens. Hi Anna. Schön, dass du Zeit für mich hast. Na klar. Du, ich habe ein Jobangebot auf eurer Karriereseite entdeckt und wollte dich fragen, wie es dir bei der GPA NRW gefällt. Sei ruhig ehrlich. Aber gern. Kurz gesagt, ich habe meine Entscheidung, Prüferin zu werden, bislang keinen Moment bereut. Liegt wohl daran, dass unser Betrieb irgendwie anders ist. Wie anders? Ist doch schließlich auch öffentlicher Dienst, oder? Ja, öffentlicher Dienst und doch anders. Man fühlt sich ein bisschen wie selbstständig. Mach's doch mal konkret. Was heißt das? Okay, heute zum Beispiel arbeite ich von zu Hause. Ich kann mir die Zeit frei einteilen. Das ist praktisch für mich als Mutter. Aber ich bin auch regelmäßig im Außendienst unterwegs. Köln, Dortmund, Leverkusen. Ich arbeite projektorientiert. Und am Ende zählt das Ergebnis, welches ich den Kunden präsentiere. Hallo? Ah, Herr Bürgermeister. Freut mich, wenn Ihnen der Bericht gefällt. Okay, bis morgen. Auf Wiederhören. Ah, die feine Dame unterhält sich mit dem Bürgermeister? Haha, ja, das kommt bei der GPA NRW öfter vor. Man hat mit allen Ebenen einer Verwaltung zu tun. Und wie sieht es mit der Karriere aus? Personalentwicklung und Qualifizierung werden bei uns großgeschrieben. Und dadurch gibt es gute Aufstiegschancen intern wie extern. Erst kürzlich ist wieder eine Kollegin Dezernentin in einer Stadt geworden. Wow. Jetzt aber Hand aufs Herz. Sind die Mitarbeiter locker drauf? Ja, viele junge und nette Leute arbeiten bei uns. Das Arbeitsklima ist offen und herzlich. Du würdest dich wohlfühlen. Das glaube ich auch. Heute Abend werde ich mich online bewerben.